trays, you run it up. So Leute, wir sind jetzt hier. Ich hab deinen Vlog geguckt on Stream und ich dachte, du bist dumm. Gib mir mal kurz dein Handy her. Ich dachte, du bist dumm, weil du dein Handy immer so nah hast, aber dein Arm ist einfach so kurz. Digga, das sieht bei mir so aus und bei dir ist einfach so aus, Digga. Ja. Wir sind jetzt am Airport, du hast geklatscht. Bin 30 Minuten zu spät gekommen, hab trotzdem Flug bekommen. Ludi überredet hat 30 Minuten into the lane. Nur Gott weiß wie. Flug war gut, aber ich hatte auf einmal am Ende des Fluges, wo wir so gelandet sind, hab ich. Also es ist ja normal, dass man Ohrenschmerzen hat, aber ich hatte so Dings, Augenschmerzen und mir wurde richtig heiß. Ich glaube, es wäre noch nie passiert und ich dachte, ich sterbe gleich, aber sonst alles gut. Ja, wir holen jetzt mal einen Koffer und dann fahren wir nach Köppingen. Is it English? Auf Facebook, ja, is it English, bro? No, that's not English, mate. Yeah, I'm from England. I'm a professional Fortnite e-Sportler. Hey, Alex. Cool. Mein Koffer ist noch in Frankfurt. Bin so gebrochen. Jetzt kriege ich den morgen. Zu spät für Dreamhack anscheinend. Meine Mom versucht jetzt irgendwas umzubuchen. Ich kann Knacks. Du neuer Arbeiter da. Weitermachen. Wolf klappt nicht mehr so gut, als dem Cheesecake rausgeht. Jetzt arbeitet er bei die Rookie. Das ist ja geil. Steht da einfach hinter Tresen und macht den Job. Guter Vlog, machst du super. Zeig mir alles. Das ist Ju, das ist Alex, das ist Phoebe. Das ist Lou, der fährt gerade Auto. Konzentriert sich. Ich hör's dir so sehr. Du hörst niemals damit auf. It will end up. We're beautiful like diamonds in the sky. Too hot. Ja, einfach kurz Villa gemietet. Hey Leute, was geht? Da ist Ju, da ist Alex, da ist Phoebe, da ist Luke. Wir sind jetzt angekommen, dass das Airbnb, wo wir drin sind. Digga, hier ist einfach echt Reichenstraße oder sowas. Übel geil, ich mach gleich Roomtour. So Leute, Roomtour. Das ist das Haus, das Airbnb. Hier ist Ju und Lu, sag mal hallo. Ju und Lu, wie cool. Hallo. Willkommen in der Wave Mansion. Natürlich nur das Beste für unsere Spieler und auch die zukünftigen. Deswegen, ja, wird ein schönes Wochenende hier, glaube ich. Heute Abend soll auch noch am Hafenball kommen. Ja. Wird sicher lustig. So, hier haben wir die Küche. Der Typ hat einfach Sachen in den Kühlschrank gestellt und Gefrierschrank. Irren, Mann, ich küsse dein Herz. Hier die Küche. Hier ist noch so ein. Bist du mit am Arm? Hier ist das so ein Wintergarten, Außengarten-Ding. Oh, hier ist der Garten, Digga. Das ist fucking sick. Hier ist der Wintergarten. Der Trampolin. Salto! Sieht wirklich, wirklich sick aus, Digga. Die ganze Gegend hier ist komplett crazy, muss ich sagen. Jetzt können wir mal hochgehen. Also hier nochmal das Wohnzimmer. Das ist auch mit Kronleuchter, sorry. Das ist Areal, der Telefoniker mit Dama. So, hier ist so ein Spiegel einfach. Ich glaube, das ist ein Ding, wie heißt das, ein Ofending. Da ist ein Schlafzimmer, I guess. Ja, Schlafzimmer, zwei Betten, eine Couch. Hier schlafen Alex und ich. Hier schläft Alex, ich schlafe natürlich im Bett. Hier sind seine Schuhe, meine sind irgendwo im Haus. Hier einfach so Chill Area mit Bildern an der Wand, also wieder so ein Kronleuchter-Ding. Hier ist Luz und Rex das Zimmer, I guess. Ja. Da ist Phoebes Zimmer mit Phoebe Hals. Ja, hi Phoebe. Mann, wie geht das? Ist das Anzeichen? Ja, muss schon einstecken, ne, das Ding. Ja. Das geht nicht. Ein chilliges Zimmer einfach wieder. Hier ist Badezimmer. Auch fancy und chillig aus. Und ja, das war's eigentlich schon mit dem Haus. Das ist echt sick. Hier nochmal der Ausblick, Digga. Das sind alles irgendwie Villen hier. Also es ist wirklich eine Modern Area. Ich feiere sowas total. Es ist todesnice. Die da drüben machen Party, aber das seht ihr jetzt nicht, das Haus. Das sind so die Häuser, die Bridget liebt. So schwarz-weiß, so lowe Dächer. Es ist perfekt, um genau zu sein. Wir gehen schlafen, das war's am ersten Tag. Morgen ist dann Dreamhack. Ich muss tatsächlich hoffen, dass um 11 Uhr mein Baggage kommt, damit alles klar geht. Weil die haben das mir geschrieben, eine E-Mail, dass es halt dann kommen soll. Wenn nicht, bring mich um. Ingame natürlich, at YouTube. Genau, das war's mit dem ersten Tag und ja, ich nehme euch morgen dann wieder mit. Wir haben jetzt mein Paket, also meine ganze Sache und mein Koffer und so ist nicht angekommen. Es kommt irgendwie so um 18 Uhr oder sowas zu Gmail, keine Ahnung. Das heißt, wir haben jetzt einfach Tastatur, bla bla bla, alles eingekauft, weil so ein Store, die Giganten heißt ja.
in Schweden. Ja, dann schließen wir jetzt alles an. Wir haben jetzt kein Apex Pro, sondern irgendein Razer Keyboard, aber ist fein. Schon komplett angepisst auf Lust haben wir. Das sollte eigentlich um 11 Uhr morgens kommen. 11 Uhr morgens werde ich angerufen von meiner Mom. Kommt nicht, dass das erst später kommt. Für die Lufthansa wirklich bodenlos. Ja. So sieht das jetzt hier aus, dass irgendein anderer Raum mit Lampe hat oder sowas. Ganz schön groß. Da ist hier hinten ist die Halle, mein PC muss irgendwas Set auf Ende und 30 Minuten Start. Wie merkst du, super. Mein Arm schieben wir wieder. Aber ich hoffe, es klappt einfach alles. Wir sind jetzt gerade im Rewex. Ich bin schlecht hier und shaken jetzt in den ersten Laden. Das ist so auf fast 9000 Laden. Aber ich shake halt nicht. Moin, was geht? Ja, genau, und deswegen ist halt easy. Ich bin jetzt im vierten Game oder sowas. Ich bin halt irgendwie 20. Platz, glaube ich. Es läuft gut. Sommer aus. Sehr schön. Ja, ist jetzt, glaube ich, weg. Der ist gebrochen. Ja, jetzt geht's am Internet wieder. Aber ja, es läuft eigentlich ganz gut. Werden. Oh mein Gott, warum sitzt der da? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Ist okay, Runde. Ja Leute, ich filme gerade und hier sind gerade mindestens 5 Snaps von irgendwie verschiedenen Mädchen reingekommen. Also ich weiß gar nicht. Ich kann mich gar nicht aufs Filme konzentrieren, weil da ich krieg das Handy vibriert, eine Nachricht nach der anderen. Das stimmt nicht. Sabrina, Lisa, Anna, das stimmt nicht. Paula, Wahnsinn. War doch wieder Liebe, ich schnurre. Ne? War doch wieder Liebe. Wir sind jetzt hier gerade essen, ich bin 38. Ja, ich bin gebrochen, dass ich jetzt nicht qualifiziert bin. Aber jetzt gleich zweites Sieg. Das ist Oliver, mein Manager und der irrelevante Uwe. Ja, das Ziel ist irgendwie 2 Stunden oder sowas. Ich habe gar keinen Bock zu warten. Strike den Weg, Drexler. Aber mir gibt es auch irgendwie nichts zu trinken. Ich bin halb am Sterben, mein Hals tut weh seit 5 Tagen. Ja, auch. Ich habe keine Stimme mehr gehabt, oder? Was? Du hast gerade 10 Volt in einem Ja, und jetzt bin ich tot. Oder oh, Leute, Reason hat ihr gerade ein paar Supporter gefunden. What? So feine Vier. You wanna be in the Reason Vlog? Ja, yeah, oh. Nice, nice. Say something. You also wanna say hi? Ja, yeah. What's up? Say hi. Say hi. Ja. Ja, okay, nice. Schau, Leute, Reason ist so ein süßer Kerl. Ich bin so ein netter Mann. Nice hat, bro. Nice hat. What? Nice hat. Yeah, thank you. Yeah, nice. It's the small hands. Ja, it's okay. So Leute, wir sind wieder am Kochen. Moin Moin Leute, Jamie Drexler hier, Oliver, sein Onkel. Ich zeig gerade den Jungs, die sind komplett dumm. Ich wusste nicht, mein Nein. Ich mache jetzt hier gerade Rührei, ja. Ich habe gerade Hunger. Und Sport, ich zähle nochmal die Proteine rein. Ja, genau. Proteine, Gains und ja. Achso, übrigens, das ist der zweite Tag von Rewex. Wir sind jetzt hier noch bis Dienstag. Ich habe meine Kümmel zu Hause vergessen. Das heißt, ich muss jetzt nochmal so, warte mal, 15 Minuten nach Hause fahren. Ich sage ganz schlicht, Julian, sag mal. Der Mann, lass mich einfach in Ruhe. Der Mann ist im Tunnel, der ist im Bruch. Ich bin müde, tot, hab gebockt. Der hat keine Zahnbürste mit. Auch hab ich jetzt. Ja. Ja, meine Arme jetzt muss ich noch, jetzt muss ich hin und her fahren. Ja, jetzt muss ich jetzt auf jeden Fall noch nach Hause. Der Crash ist das größte Auto. Warum ist denn? Nein. Das geht, das geht. Auf einer Score, die Lenny. So, ich bin auch schon geschwommen gegen Teils Runde 3. Eins war super. Runde 2, KD. Ich so dumm gestaubt, der soll eigentlich nicht passieren dürfen in so einem Turnier. Egal, die nächsten Runden mach ich dann besser. Für die Diego Play. Go on! I got gifted. So I got gifted out of 8 games. I got gifted 8 games in a row. How did it feel staying in the lobby for an hour and 30 minutes? Oh. Staring at your screen, how do you feel about it? Feel a little depressed? I mean... You were hitting the Colbex, that's why you hit that last headshot with the ball out of there. Ja, bist du so geschlecht. Wir suchen gerade das Auto. Der Mann läuft hier rum mit dem Schlüssel in der Hand. Wie so ein scheiß NPC. Ich habe mein ganzes Equipment, weil ich keinen Rucksack habe. So ein NPC. Mach mal wieder was. Safe da hinten, glaube ich. Ja, vergessen, wo er parkt. Ist der dumm. Oh, hi. Ja, es ist der dritte Tag von Remake oder sowas. Meine Stimme ist ein bisschen besser geworden. Snowball Tournament. Ich habe schon aufgegeben. Das ist kacke, ich bin gestern noch 70. oder sowas. Ein Bild, der Scheiße. Oh ja, ich nehme euch noch ein bisschen mit. Das ist der letzte Tag oder vorletzte. Morgen genau so, dann ist der letzte Tag. Und ja, ich noch was sagen, Elias? No. Okay, girl. Ich
Javon gegen Team Ovation. Tommy Grippe, MVP und Viran. Gut gespielt, ich bin im Fußball. Hier, dein Handy. Jetzt gegen Dudeboy, wir gewinnen. Du bester Schiedsrichter, danke. Und Zweiter, ich bin gebrochen. Ich habe um mein Leben gespielt. Ersten Elfer reingeschossen über ein. Aber schaut, Jungs. Team. Jungs, wir haben zwar viele Spieler verloren, viele sind down gegangen. Ich wurde gerade gefickt. Ja, wir wurden. Ich bin gebrochen, ich würde gewinnen. Tim hat super gespielt. Überall, guck mal, überall, Digga. Nee, Tim hat super gespielt. Grippe war auch mehr auf dem Match, aber hat, konnte er nicht mehr spielen, weil er verletzt war. Ich bin gebrochen. Ich wollte unbedingt gewinnen. Und Phoebe ist retarded und macht jetzt einen Jump. So, Leute, ihr seht mich wahrscheinlich nicht, aber ich habe meine Supreme Bag wiedergefunden. Und meine ganzen Sachen drin, wegen dem hier. Chantantantal. Hab's gemacht, Junge. Chantantanti. Hey. Jetzt habe ich alles wieder, jetzt alles easy. Jetzt komme ich morgen easy zurück. Es war ein super Wochenende hier in Schweden. Es war ein bisschen stressig und ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe, von Placements her. Aber sonst war ich super. Und vielleicht gehen wir gleich noch raus oder sowas und dann nehme ich euch nochmal mit. Okay, ist im Moment festgehalten. Ja. Wieder festgehalten. Okay, ich habe gerade ein Zitat gefunden. Das Leben ist ein Auf und Ab wie eine Achterbahn, aber am Ende kommt ihr immer ans Ziel. Schau mal, das Wasser wie ist wie schön ist das, bitte? Das ist so krank aus. Hä? Halt's Maul. Der hat doch kurz im Paradies gelandet, oder? Bruder, wenn du da mit einer Frau sitzt am Meer und sie dann nicht mit nach Hause nimmst, dann bist du ein Opfer. Also diese Aussicht ist einfach nur romantisch. Das ist ein Traum, Digga. Ja. Ich bin einfach nur an. Hey, geht super, mir geht's super. Ja. Hey Leute, das war ein richtig geiler Vlog. So Leute, das war's mit dem Vlog. Wir gehen jetzt mit meinem Koffer ab nach Schweden und danke erstmal an Gilt, dass sie das alles bezahlt haben und Kuss an Wave, dass ich hinterher der Airbnb sein durfte. Dreamhack habe ich mich besser erwartet, also ich habe erwartet, dass es besser Place. Ich habe meinen Koffer erst nach 2 Tagen bekommen. Lufthansa, wir geben jetzt noch meinen Koffer ab. Hoffentlich kommt er diesmal wenigstens an. Instant. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lasst ein Like da, ein Abo und ja, Prost. Macht's gut. Du willst, dass es alles dreht. Digga, das kann nicht sein. Lufthansa ist schon wieder mein Flug delayed. Ich catch den zweiten Flieger nicht, also den Anschlussflug. Ich habe so keinen Bock mehr. Ich bin im maximalen Bruch. Also ich habe für 2 Tage meinen Koffer nicht gehabt. Jetzt könnt ihr mir nicht mehr sichern, ob ich ihn dann wieder 2 Tage nicht habe. Ich fliege nie wieder mit Lufthansa. Das ist schlimmer als beim Internet, wo da Lufthansa hat wieder reingeschissen, sind zu spät gekommen. Dann haben wir, ich hätte den Flug noch bekommen. Dann haben wir eine halbe Stunde erstmal gebraucht, dass sie so eine Brücke aufbauen, damit wir überhaupt raus aus dem Flieger können. Haben sie ja nicht geschafft irgendwie. Geisteskrank. Stelle ich mich dahin, sage ich bin 15, Digga, ich bin hier auch mal und ich habe 3% auf mein Handy. Ich habe jetzt 2% auf meinem Handy. Luca holt mich jetzt ab, die ihr schon mal im Vlog gesehen habt wahrscheinlich. Und bringt mir eine Powerbank und alles und ich fahre zu ihr nach Hause. Ich habe morgen einen Flieger um 6 Uhr. Digga, ich könnte daraus ein eigenes Video machen. Wie sauer ich bin auf Lufthansa. Ich bin wirklich todesmad. Meine Mama macht sich behindert Sorgen. Die ruft nicht alle 5 Minuten an, weil sie sich so Sorgen macht. Versucht alles zu klären. Lufthansa, 45 Minuten war sie ja dreimal in der Warteschlange. Keiner geht ran. Es ist peinlich, wirklich. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, zu McDonalds am Hauptbahnhof zu kommen. Ich bin actually dran. Also, die schlimmsten Trips, die ich hatte. Geisteskrank, ich habe so keinen Bock mehr, no joke. So, Leute, ich bin jetzt bei Luca, einer Freundin im Zimmer. No joke, also ich hatte euch jetzt einmal, was passiert ist. Ich war im Airport alleine, weil ich meinen Flug verpasst habe. Blablabla, noch 3% auf dem Handy. So komplett am Ende. Und da bin ich aus dem Airport gegangen, habe erstmal Polizei gefragt, ja, wo sind Taxis? Dann haben die mir das erklärt. Dann war da ein Taxi, also es war kein Taxi am Ende. Ich habe den Typen gefragt, ob er mich zum Airport, zum Hauptbahnhof fahren kann. Der Typ hat dann gesagt, ja, ruft jemanden an. So, dann habe ich gesehen, er war so in einer WhatsApp-Gruppe, hat so alle angerufen und hat eine andere Sprache gesprochen, was auch gar nicht schlimm ist. So, da war noch alles gut. So, und da hat er gesagt, er kommt gleich. Und dann ist irgendwas hat bei mir, also mein Körper hat auf einmal angefangen zu zittern und ich habe mich richtig schlecht gefühlt auf einmal. Und ich habe gemerkt, war irgendwas falsch. Irgendwas ist wirklich falsch. So, dann war der Typ, hat gesagt, okay, so ein 10 Seconds da. Und da habe ich so gemerkt, okay, ich muss jetzt gehen. Irgendwas ist hier falsch. Irgendwas ist, mein Körper hat, ich habe gezittert. Ich habe so, meine Augen haben angefangen, so Tränen zu produzieren, oder wie das heißt. Habe ich gesagt, okay, I gotta go, never mind. Hat er gesagt, no, he's here in 10 seconds, you can't do that, bla bla bla, hat mit ihm diskutiert. Dann habe ich gesagt, no, I gotta go, bro, my flight is coming. Also habe einfach Ausreden gesucht. Dann bin ich weggegangen und dann wollte er mich ins Auto ziehen. Ich hatte noch nie in meinem Leben so einen Schockmoment. Wirklich, mein ganzes
Ding halt gefallen, also mein ganzer Körper war tot, angefangen zu zittern. Also da hat er es nicht geschafft, mich ins Auto zu ziehen. Dann kam das andere Taxi, da haben die hinterher gehupt noch. Und ich bin gerannt um mein Leben, als sie gehupt haben. Gerannt. Ich war Usain Bolt kurz für 20 Sekunden, 30, 40 vielleicht. Und dann konnte ich nicht mehr, Digga, dann habe ich angefangen zu heulen. Also wirklich, ich war komplett am Ende. Und dann habe ich Luca angerufen. Und dann hat es alles geklappt. Nochmal fettes Danke an Luca, dass sie mich aufnimmt. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Morgen um 10 Uhr geht mein Flieger. Ich hoffe, alles klappt. Ich bin wirklich, ich habe wirklich ein Trauma davon. Ich hoffe wirklich, sowas passiert niemandem von euch oder allgemein niemandem. Richtige Söhne, die das machen. Wirklich geisteskrank. Ich habe mir sein Gesicht ein bisschen gemerkt. Ich werde versuchen, eine Anzeige zu erstatten. Meine Mutter hat sich Sorgen gemacht ohne Ende. Die dachte wirklich, hat am Telefon geweint. Also es war wirklich safe einer der schlimmsten Tage, die ich je hatte. Ja, damit beende ich auch hier den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein.